Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, vermutlich ist es erstmal wichtig, einzuordnen, worüber wir hier reden. Wir haben einen Bundesverkehrswegeplan aus 2016, der sieht 540 Kilometer Neubau und 850 Kilometer Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen in Nordrhein-Westfalen vor, insgesamt 1.400 Kilometer. Nun, einzelne Maßnahmen der Engpassbeseitigung und Knotenpunktoptimierung oder auch einzelne Ortsumgehungen können verkehrsplanerisch sinnvoll sein. Aber der flächendeckende Neu- und Ausbau von Fernstraßen ist aus Sicht der Grünen nicht das richtige Konzept, wenn es darum geht, die Klimaziele zu erreichen. Und ein flächendeckender Straßenneu- und Ausbau wird die Verkehrsprobleme auch nicht lösen. Das versucht man seit 70 Jahren. Gelungen ist es nicht. Um Klimaziele zu erreichen und die Mobilität wirklich zu verbessern, müssen Bus und Bahn sowie der Radverkehr gestärkt werden, so wie es diese Landesregierung mit ihrem Landesverkehrsminister Oliver Krischer tut. Der flächendeckende Neu- und Ausbau von Autobahnen wird im Übrigen allein daran scheitern, dass dafür weder die personellen noch die finanziellen Ressourcen zur Verfügung stehen, denn der Erhaltungsbedarf ist bekannt. Die Zahl von fast 900 Brücken, die zu sanieren oder neu zu bauen sein werden, steht im Raum. Es ist sehr gut, dass unser Verkehrsminister das immer wieder gegenüber dem Bund deutlich gemacht hat und auch gerade gegenüber Herrn Wissing kriegt endlich das Thema Brücken in den Griff. Es ist, Herr Rasche, das Ergebnis des Koalitionsausschusses in Berlin, dass der Ersatzneubau von Brücken planungsrechtlich erleichtert werden soll. Das ist ja auch Konsens. Nur, wenn man ehrlich ist, haben diese 66 Teilprojekte, um die es in diesem Antrag im Wesentlichen geht, eigentlich damit nichts zu tun. Denn für den Ersatzneubau von Brücken sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen oder werden noch geschaffen, dass das dort schnell geht. Bei diesen 66 Teilprojekten soll ein überragendes öffentliches Interesse festgeschrieben werden. Und dabei geht es um 350 Kilometer Ausbau bestehender Autobahnen von den 1.400 Kilometern insgesamt, die im Bundesverkehrswegeplan stehen. So, und das muss man ja dann auch sagen, die FDP ist ja auch im Bund mal ganz anders gestartet, die wollten auch Neubauprojekte und so weiter dabei haben, soweit sind sie nicht gekommen, sondern es ist dann jetzt bei diesen 350 Kilometern Projekten der sogenannten Engpassbeseitigung gelandet. Und da gibt es ganz unterschiedliche Projekte, in unterschiedlichen Stand, Projekte, die sinnvoll sind, Projekte mit weit fortgeschrittenen Plänen, Projekte, bei denen ja noch nicht mal irgendwer plant von der Autobahn GmbH, wo der Bund selber sagt, da läuft überhaupt keine Planung. Und da kann man sich die Planungsbeschleunigung an den Hut stecken. Ja, man kann ja nichts beschleunigen, was es nicht gibt. So, und das kann ja auch je nach Projekt auch mal ganz sinnvoll sein. Und da gibt es kritische Vorhaben, ökologisch kritisch, städtebaulich kritisch, verkehrlich fraglich, Abriss ganzer Häuserzeilen in Ballungsräumen, die da drunter sind. Gucken Sie sich die Diskussion vor Ort an, nach Leverkusen, Duisburg, Bonn, Essen, wie dort die Debatten sind, so eine Autobahn im Siedlungsbereich zu verbreitern, das ist ein wesentlicher Schritt. Und dieses überragende öffentliche Interesse ist bei der Verkehrsinfrastruktur rechtliches Neuland und die konkreten Auswirkungen im Planungsprozess sind unklar. Und ich bin da mal sehr gespannt, wie sich die Opposition auch hier im Landtag verhalten wird, wenn es dann konkret vor Ort zu den verschiedenen Diskussionen kommt, ob man dann auch das Lied der Planungsbeschleunigung singt oder dann beim Verkehrsminister des Landes betteln geht, der möge doch in Berlin dafür sorgen, dass die Autobahn nicht oder nicht so gebaut wird. Das werden wir dann sehen. Ganz unterschiedliche Teilprojekte standen zur Debatte. Der Minister, Bundesverkehrsminister, hat sehr deutlich gemacht, dass ihm an einer sachlichen Debatte gar nicht gelegen ist. Er setzte eine kurze Frist, verweigerte Informationen zu Projektständen, konnte gar nicht erklären, was rechtlich vorgenommen wird. Und er sagte vor allem alles oder nichts, 66 Projekte oder keins. Das mag politisch eine geschickte Wolte sein, aber es zeigt eben auch, dass dem Verkehrsminister im Bund der Überlebenskampf der FDP wichtiger ist als seriöse Politik. Wie dem auch sei, das ist eine Situation, mit welcher die Landesregierung umgehen musste. Nun erklärt die Landesregierung ihr Einvernehmen mit der gesamten Liste mit bestimmten Vorbehalten. In einer Koalition schlägt das Pendel einmal so aus und dann auch wieder anders. Was bleibt nun? Die Landesregierung hat klar gesagt, eine Absenkung von Standards bei Umwelt- und Lärmschutz darf es durch eine Planungsbeschleunigung nicht geben. Und da wird man sich den Gesetzentwurf noch sehr genau ansehen. Das begrüßen wir. Und eine komplette Neuaufstellung des Bundesverkehrswegeplans ist erforderlich, wie im Bund vereinbart. Und als schwarz-grüne Koalition haben wir auch gesagt, dass wir diesen Prozess von Landesseite konstruktiv begleiten und eine Abwägung zwischen verkehrlichem Bedarf, Finanzierung und Klimaschutz getroffen werden muss. Das heißt für uns Grüne auch, die Festlegung zur Planungsbeschleunigung und dem überragenden öffentlichen Interesse führt nicht für alle Projekte zu Automatismen, dass diese dann tatsächlich weiter verfolgt werden sollen,
Darüber muss ein neuer Bedarfsplan entscheiden. Und das kann auch bedeuten, dass Projekte wegfallen. In nicht wenigen Fällen wäre das gut für Klima, Umwelt und die Menschen vor Ort. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.